Willkommen bei BUS-TV, willkommen aus Massenbachhausen, hier an einem wunderschönen, nebelverhangenen Herbsttag. Hinter mir steht ein besonderes Fahrzeug und es gehört natürlich zu Neoplan. Neoplan wurde, wer es noch nicht weiß, 1953 gegründet oder erfunden. Ja, 1961 dann folgte der Typ Hamburg. Das war schon damals eigentlich eine Revolution, so im Reisebusbau. Das war der Zeitpunkt, an dem Neoplan der Meinung war, jetzt stellen wir unsere Fensterholme schräg. Das hat sich ja bis heute bewahrt. Dann 1967 erblickte der erste Neoplan Skyliner, ein Doppeldecker, das Licht der Buswelt. Ja, und 1971 dann, das kann ich eigentlich bezeichnen als eine Revolution, als ein Revolutionsjahr. Denn 1971 erblickte der Neoplan Cityliner das Licht der Welt. Und das ist einer der allerersten Cityliner hinter uns. Auch er stammt aus dem Baujahr 1971. Und warum ist das so revolutionär? Ja, weil mit dem Cityliner sozusagen der erste echte Reisehochdecker erfunden wurde. Also die Fahrgäste saßen sehr weit oben, der Fahrer ein Stückchen weiter unten. Es gab endlich vernünftig große Kofferräume. Es gab eine Fahrerschlafkabine. Es gab ein Bord-WC, eine Küche. All das machte einen Omnibus, die es bisher natürlich auch gab als Reisebus, aber nun erstmals wirklich voll tauglich auch für die Fernreise. Und aus einem puren, ich sage mal, Transportmittel entwickelte sich mit dem Cityliner das erste, ja, vollumfängliche Reisegesamtkonzept. Ja. Und ich bin heute bei Müller Reisen. Da, die Kamera kann es ja mal kurz zeigen. Da ist der Betriebshof, auf dem befinden wir uns. Und Müller Reisen gehört dieses Fahrzeug. Das Unternehmen hat noch ein paar andere schöne Oldtimer. Und ich werde auch heute mich mal ein bisschen zurücknehmen und lasse die beiden Brüder mal zu Wort kommen, damit sie uns dieses Fahrzeug und auch ein bisschen von ihrer Geschichte erzählen können. Na dann, los geht's. Wir fangen mal am besten an der Front an. Und da sieht man schon, wir haben nicht nur zwei, sondern in dem Fall sogar drei Frontscheiben. Die obere ist geteilt. Ja, ist ja schon etwas ungewöhnlich. Ich glaube, später waren die dann einteilig. Ne? Das ist richtig. Am Anfang hat man zwei Scheiben gehabt, weil die vom Heckbereich kommen. Und unten war es die größte Scheibe, die lieferbar war zu der Zeit. Ja. Und deshalb hat ja der Cityliner seit 1971 hier die geteilten Scheiben für oben und unten. Das hat sich ja bis heute sozusagen bewährt. Und ja, ist das ist ein stylisches Element vom Cityliner. Das ist auch eine wirtschaftliche Sache. Muss man ganz klar sagen, wenn einem nur eine kleinere Scheibe kaputt geht, dann kostet die halt weniger wie hier. Ja, die Scheibe war damals sehr günstig. Und wo der Cityliner auf den Markt gekommen ist, musste die Werkstätte quasi nur eine Scheibe mehr vorhalten. Ja. Weil die Seitenscheibe, die obere war ja vom Doppeldecker. Die waren eh in den Lagerbeständen. Die seitliche waren vom Jetliner. Und die hintere zwei Scheiben, hinten ist ja auch geteilt, war ja auch wieder vom Doppeldecker. Also war als zusätzliches Ersatzteil nur die untere Windschutzscheibe. Genau. Die durchgehende. Ja, und das ist auch die, die hier nahe an der Straße ist. Ja. Ja, das ist auch die, die am ehesten kaputt geht durch den Einschlag. Ja. Ja. Die obere weniger. Genau. So, wenn man hier mal seitlich guckt, dann sieht man auch hier schon die nach vorne schräg gestellten Fensterholme. Richtig. Und die kamen ja zum ersten Mal auf den Markt bei Neoplan mit dem Typ Hamburg. Mit dem Typ Hamburg, richtig. Und das hat sich ja bis heute beibehalten. Richtig. Und hier sehe ich auch die in der A-Säule, in der B-Säule, das Markante von der ersten Baumuster. Dass die Fahrerscheibe hier parallel zu der Holme verläuft. Aha, also so schräg nach unten gehen. So wurde nur die erste gebaut. Okay. Und später hat man hier ein rechtwinkliges Fenster eingebaut. Ja. Weil das halt günstiger war von der Produktion her. Ja. Ja, nicht schlecht. So, ja. Dann sehe ich hier eine verchromte Stoßstange. Ja, ja, die ist schon bis in die 80er hat man die Chromstoßstange verbaut. Und ab 80, 81
ist dann die Kunststoffstoßstange gekommen. Mhm. Ja, und das ist auch das, wo man sieht, wo dieser Cityliner immer wieder praktisch renoviert werden kann, erneuert werden kann, weil ursprünglich standen hier zwei Scheinwerfer. Ja, vom Hanomag. Ja. Und in der Restauration wurde das dann umgebaut oder über die Jahre, wo der im Einsatz war, wurde das dann umgebaut auf diesen liegenden Scheinwerfer. Ja, das ist ja der Breitbandscheinwerfer. Ja. Da hat man ja wesentlich bessere Ausleuchtung gehabt, wie mit den Hanomag-Scheinwerfer. Mhm. Weil da hat man ja links und rechts zwei stehende gehabt. Ja. Und weil das Licht nicht so toll war, hat man in der Regel immer die Fernscheinwerfer oder Nebelscheinwerfer hier als Zusatzscheinwerfer verbaut. Mhm. Und wie mein Bruder gerade richtig sagt, man hat hier nur dieses Element tauschen müssen. Und zack, haben sie von hier nach hier. Und konnte hier quasi ein optisch schöneres Auto. Ein neueres? Neueres. Ja. Das heißt, der Neoplan wurde eigentlich immer so Stück für Stück erneuert. Ja. Genau. Und wenn man so ein Auto im Bestand hatte, dann konnte man, wenn man zum Beispiel an der Front was hatte, ein kleiner Rempler oder irgendwas, konnte man den Wagen immer ein bisschen moderner machen. Moderner und das gestalten. Ist natürlich für uns als Unternehmer, ja, ist das natürlich eine super Sache. Absolut. Ja. So. Was wir nicht mehr bekommen haben, unser Wunsch war ja, den Wagen wieder so herzustellen, wie er damals gebaut wurde und ausgeliefert wurde. Aber es war uns nicht möglich, hier die Scheinwerfer zu bekommen und das Auto wieder ja, gut. So zu gestalten. Und das Teil hätte man auch nicht gekriegt. Ja. Mhm. Das gibt es halt nicht mehr. Ja. Das heißt, das ist jetzt nicht original mehr? Nicht ganz. Nein. Nicht ganz, okay. Gut, ja, aber auch sehr schön, wie ich hier sehe, diese Schwinge, ja. 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 Ein bisschen ramponiert, aber die hat ja schon was von Europa gesehen. Die Schwinge. Genau, ein bisschen was. Wenn Sie sagen, dass der Motor deutlich über 1 Million runter hat. Ist es noch der erste Motor drin? Ja, der ist überholt worden. Ja. Also neue Laufbuchse, neue Kolbe, neue Abstreifringe, Kurbelwellenlager, wenn alles neu reingemacht. So, wir gehen ja gleich noch rein, aber von außen, man sieht ja jetzt schon die Position des Fahrers. Ne, die ist ja auch schon etwas ungewöhnlich für einen Reisebus. Ne? Ja, der Fahrer ist ja quasi näher zur Straße hin versetzt worden. Und das macht ja auch das Gefühl beim Cityliner. Wenn man einen Cityliner fährt, das ist einzigartig, das Gefühl. Ja. Wenn Sie hier als Fahrer sitzen, Sie haben Glas außenrum um sich, das heißt, Sie sehen alles. Ja. Und sie haben den direkten Bezug zur Straße. Ja, und wir sitzen trotz alledem ein bisschen tiefer wie die Leute. Ja. Also es atmet einem keiner ins Genick, ja, sondern mir ist hier ein bisschen für sich. Für sich separat. Ja. Genau, das wurde ja auch mit dem Cityliner zum ersten Mal, glaube ich, überhaupt eingeführt. Ne? Das hat kein Busgeber vorher. Das haben die praktisch erfunden. Genau. Ja. Genau. Sozusagen. Und das ist ja immer dieses Innovative, das, was wir gerade vorhin schon angesprochen haben. Das war ja nachher nur im Spaceliner, wo der Fahrer dann seine komplette Kabine für sich gehabt hat, mit dem Unterflurcockpit. Ja. Gut. Genau. Thema Reserverad, wo hat er seins? Reserverad ist hier. Immer vorne beim Fahrer, das war auch so eine sicherheitsrelevante Sache, weil wenn der Fahrer einen Unfall hat, besser gesagt, mit dem Fahrzeug einen Unfall hat, dann bremst der Reifen den Aufprall immer noch mit ab. Das ist praktisch wie ein Airbag. Das ist bei Neoplan jahrelang so gewesen. Und wir waren auch nicht erfreut, wo man dann in den neueren Modellen das Ersatzrad in den Kofferraum gesetzt hat. Genau. Weil man gesagt hat, ihr wisst gar nicht, was das für ein sicherheitsrelevantes Teil unterhalb vom Fahrerplatz ist. Und das ist so, ich sage mal, das ist ein Raum, ja, wenn ich sehe, bei welchem war das, wo es vorne war? Beim Volvo. Beim 303, oder? 303 hat es beim 303, der hatte vorne den Schlitter raus, oder? Ja. Ja. Der hatte vorne den Schlitter raus, den hast du fast nicht mehr reingebracht. Ja. Also praktisch, sage mal, das platte Rad, du hast es jetzt gewechselt, hier hast du das reingebracht. Ja, immer. Ja.
das Schnellhausgestell drin. Das ist ja hier praktisch, und vor allem dran, wo man dran zieht, ja, da zieht man dran und ist, zieht den Reifen ja, raus, dann tut man das zurück und der Reifen und liegt trocken. Zack. Ja. Der liegt absolut trocken. Ja. Sehr gut, ja. Ich meine, klar, heute würde man sagen, Fahrerseite ist ein bisschen kritisch zu sehen, weil an einer Straße, ja. Ja. Der Reifen ist in einer Minute hause. Ja. Ja, aber das ist so, wenn Sie heute Panne haben auf der Autobahn, da rufen Sie die Polizei, die sperren eine Spur ab. Genau. Weil wenn Sie da die Nase ausheben, also da haben Sie Angst, dass Sie abfahren wird von beim, der LKW. Beim 303 hätten Sie das Problem gehabt, wenn Sie vorne Plattfuß gehabt haben, hätten Sie das Rad schon gar nicht mehr rausgebracht. Ja. Dann hing der unter und dann hast du den Schlitter gar nicht mehr rausgebracht. Und das ist bei allen neuen Fahrzeugen, die Themsa, wo Sie eine Kurbel brauchen, um das Rad abzulassen und dann bringen Sie es unten nicht mehr raus. Ja. Also gut, für uns ist das heute noch die beste Lösung. Mhm. Wunderbar. Wenn wir hier schon gerade stehen, was verbirgt sich hinter dem Kleinfach direkt da drüben? Ja. Hier sind die Sicherungen, Relais, Kabel. Ah ja, gut. Bremsflüssigkeit. Ja. Alles Drucker, staubfrei. Ja. 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 Interessant. Dann können wir uns ja gleich das Fach dahinter angucken. Ja, da geht es zur Schlafkabine. Also das ist nicht der Einstieg für den Fahrer. Ja. Das heißt, der Neoplan hatte von Anfang an eigentlich seine Schlafkabine immer vorne. Vor der Vorderachse. Wir haben jetzt natürlich hier einen Umformer drin mit 220 Volt. Oder ein Ladegerät, dass wenn das Fahrzeug irgendwo steht, dann kann er seine Batterie fremd befüllen. Ja. Oder im Winter kann man ans Netz hängen, dann sind die Batterien immer Erhaltungsladung. Genau. Ist immer gewährleistet. Und die Fahrerschlafkabine, das war ja auch immer für den Fahrer noch so ein bisschen Stauraum, ja, wo er seine Sache hatte, wo niemand was zu tun wo zu der tun Fahrgast hatte, nicht hinlangen soll, genau, nicht sehen soll. Genau. Aber ansonsten ganz klar, vor der Einstieg, ja, ist zwar ein bisschen akrobatisch gewesen, wenn man zu beleibt war, ging es auch nicht. Aber man muss eines sagen, die anderen, die hatten die Schlafkabine auf der Hinterachse. Ja, und ich bin mal nach Murcia gefahren, da hatten wir so einen 28-Stunden-Trip zu zweit. Mhm. Da musstest du in die Schlafkabine, ja. Und es war ein Jetliner damals und dann hast du den Motor und die Hinterachse, genau, die malt dort auch voll. Ja, genau, und der Hummer hast und wenn du vorne liegst, ja, es ist natürlich bei einem Frontalunfall hat seine Nachteile, aber wenn du vorne liegst, hast du mehr Vorteile. Ja, erstens mal liegst du ruhig und zweitens, du machst deinen Rollader hoch und guckst rüber zum Fahrer. Das und ist wenn das, ich hinter was ich auch und immer als sehr gut empfunden ja, habe. Also gerade, dass man hat sich ja, sagen wir mal, bei langen Strecken auch immer mehr oder minder auch ein bisschen gegenseitig kontrolliert, ja, dass nichts passiert. Ja, und das fand ich vorne immer viel besser. Ja. Das ist so, das kann ich nur bestätigen, ja, weil wir sind ja in der Zeit auch sehr viel gefahren. Und die Schlafkabine war eine tolle Geschichte. Mhm. Und vor allem, wie mein Bruder Walter es gesagt hat, er hat den Rollader aufgemacht und konnte mit seinem zweiten Mann direkt in Kontakt treten, ohne dass es die Fahrgäste mitbekommen haben. Ja. Ah, hier stecken die beiden. Hier sind die Batterien. Genau. Auch schön verbaut. Ja. Ja. Drucker? Genau. Sehen Sie ja, Staubdrucker. Ja. Ja. Sehr gut. Ja. Das finden Sie heute bei vielen neuen Fahrzeugen nicht mehr. Nee. Gucken Sie heute, da haben Sie die Batterie im Kofferraum drin. Ja. Ja. Da müssen Sie aber erst eine halbe Stunde schrauben, dass Sie an die Batterie kommen. Ja. Und hier machen Sie auf, können fremd starten oder was auch immer. Ja. Ja. Also das Fahrzeug war absolut durchdacht. Ja. Mhm. Gut, dann können wir mal die Kofferräume öffnen. Die Radkappen, die haben wir von Birmingham, von England. Aha. Die hat es nicht mehr gegeben, das war der letzte Satz. Edelstahl gebürstet. Was hat er da für ein Wappen drauf? Von England. Okay. Also nicht von England, aber wahrscheinlich von Birmingham. Ja. Ich weiß es nicht. Dann haben wir 10 Kubik Stauraum in dem Fahrzeug. Also ja, das ist gigantisch. Ja. Also man muss ja immer sagen, Stand 71. Ja, natürlich. Ja. Natürlich.
Stand 71. Und sowas hat es früher nicht gegeben. Der Hammer ist das, gell? Ja. Der, 303 hat den Kofferraum gehabt bis hierher. Mhm. Das ist ja erst später mit den HD-Tiefen. Ich wollte gerade sagen, wobei ich sagen, mein 303, ja, das war später, ja schon hoher. Ne? Die waren dann vergleichbar. Ja. Ja, das ist schon eine Messe hier, wenn man sieht, die Kofferraumklappen sind auf und wie viel satt. Platz hier ja. herrscht. Sehr hat interessant. Mehr Kofferraum wie die neue heute. Sehr interessant, ja. Was verbirgt sich denn hier hinter dieser großen Säule, sag ich mal? Ja, hier geht ja der Dreieckslenker. Sie sehen ja hier schon von der Verblechung her, ja. geht es hier spitz zu und ja. hier ist das Hauptlager. Aha. Von der Achse. Ach. Wissen Sie, was da drin ist? Ja. Da ist Kunst drin. Kunst. Da müssen Sie mit der Kamera mal durch das Loch. Wir haben das auch erst später herausgefunden, wo unser Meister dann ins Büro gekommen ist und gesagt hat, da müsst ihr unbedingt müsst euch das anschauen. Ja, da muss er das. Weiß ich gar nicht, ob ich das sehen werde. Das wahrscheinlich nicht. Da haben sie in der Restauration. Nee, das sieht man nicht. Da müsste ich jetzt eine Taschenlampe holen. Ja. Können wir vielleicht nachher machen. Da haben sie aus Muttern und Schrauben haben sie so Männle-Bastel und das sieht da drin. Das haben wir geschweißt und das sitzt da drin. Das ist der gute Geist, wo über das Auto wacht. Genau. Nicht schlecht. Aber da wäre ich nicht drauf gekommen, ja, dass ich da tatsächlich handfeste Technik drin habe. Aber das war ja bei allen Neoplan, das war ja das Feine, der Dreieckslenker. Genau. Mit dem riesen Lager vorne. Ja. Ja, ich glaube, der ging ja kaputt. Weil beim 303, da haben sie ja diese Schwinge gehabt, wo rechts und links die Luftbälge waren. Und diese Schwinge, die war ja in der Hohl. Ja. Ja, und wenn sich die Löcher zugesetzt haben, dann ist der zusammengefault, dann hat Zeichen, sie sind gefahren und dann ist er noch auf einen Schlag hinter der Arsch runtergefallen. Ja. Ja, weil der Träger vom Luftbalg, weil das war ja wie eine Banane und vorne und hinten war der Luftbalg angesetzt. Ja. Und dann war ja das mit zwei Achsbrieder, war der Achsträger befestigt. Ja. Und wie mein Bruder sagt, da ist das regelrecht zusammengefault. Das sind innen, die waren hohl, klar, das war ja kein Füllmaterial. Das ist hier nie passiert, weil das eine ganz andere Konstruktion war. Und deshalb auch die feine Federung. Vorne haben wir schon immer Einzelachsaufhängung gehabt, im Neoplan. Da hat der 303 noch lange Starrachse gehabt. Genau, das stimmt. Ja. Das stimmt. Und ein gerade Auslauf, man hat das Lenkrad losgelassen und das Auto ist marschiert. Ja, und dann, ganz klar, ich meine, das machen wir jetzt nicht. Hier ist die Standheizung. Aber man kann hier, wenn man was Luftbälge zu arbeiten hat, kann man das hier, diesen Radlauf, abklappen. Das haben die anderen auch nicht gehabt. Ja, das also, kann man hier aufmachen und dann klappt man das Ganze hoch und dann. Im Winter hat man ja noch Stahlkette gehabt. Und Stahlkette, die musste man ja, die waren ja schwer, musste man die drüber lupfen. Da konnte man hier den Radlauf abklappen und hatte mehr Platz. Ja. Also durchaus mitgedacht. Ne? Ja, also. Absolut. Oder bei Arbeiten an der Luftbälge und so war das erleichtert. Hier ist die Standheizung drin. Und ein bisschen Werkzeug. Mhm. Extra Tank. Ja. Ja. Ölbevorratung. Ach, schade, dass man am Bildschirm nicht riechen kann, ja. Es riecht so schön nach Technik hier, ja. Nach Öl und ein bisschen Diesel. Ja, das ist toll. Ja, das sehe ich auch. Das haben wir schon immer in alle Fahrzeuge dabei gehabt. Ja. Luftbälge, ein Satz Keilriemen, Radwerkzeug, das gehört alles dazu. Mhm. Dass wenn man unterwegs eine Panne hat, was auch immer, dass man in der Regel immer weiterkommt und sich selber helfen kann. Ja. Und was man sagen muss, es funktioniert alles. Ja. Ja. Was ist das? Das ist der Tank für die Standheizung? Das ist der Heizeltank praktisch. Jetzt Diesel, natürlich, klar, man hat ja keine Heizel mehr. Mhm. Aber früher hast du durchaus einen Heizeltank für die Heizung gehabt, da hast du ein paar Mal gespart. Mhm. Ja. Und bei dem ist es auch so beibehalten oder zieht der mittlerweile aus dem Tank? Der zieht hier aus dem Tank. Ja. Ist alles noch, wie es war. Sehr schön. Gut. So, Moment, bevor wir hier aufmachen, einen Blick werfen wir mal auf das wunderschöne Heck. Ja, da haben wir auch die Lichter. Das war ja
wo wir ihn bekommen haben vom Auwärter aus dem Museum, ist der Wagen umgebaut worden, weil es die Lichter nicht mehr gegeben hat. Das hat die Esslinger Firma hat die hergestellt. Ja. Und wir haben die LKW-Lichter gehabt, die stehenden. Mhm. Und das hat uns absolut nicht gefallen. Und wo wir die Bilder vom Bröskamp dann einmal gesehen haben, wie der Bus wirklich ausgesehen hat, haben wir gesagt, das wollen wir unbedingt wieder herstellen. Mhm. Den Originalzustand. Der Konrad Auwärter, der hat uns dann 6 von denen Lichter gegeben. Ja. Also haben Sie noch die Originalen wiederbekommen? Wir haben die Originale wiederbekommen. Der hat von einem Schlachtbus hat er uns die überlassen, weil es ihm auch wichtig war, dass das Auto wieder in den Originalzustand gebracht wird. Und dann haben wir bei der Firma KLC, die haben so einen Künstler, der das Heck dann praktisch wieder umgestaltet hat. Ja. Genau. Es sieht auch so viel schöner aus. Ja. Eleganter, absolut. Ich sage immer, das ist ein Diva. Ja. Als Bus. Ja, sehr schön. So, was haben wir denn hier für einen Motor drin? Ein Henschel mit 204 PS. Mhm. Die Einspritzpumpe ist in Schwäbisch Hall mit 25, 30 PS höher gestellt worden. Also wir kommen auf fast 240 PS heute. Und das ist beträchtlich. Mhm. Es ist alles überholt vom Anlasserlichtmaschine. Ja. Es ist nichts drin an dem Fahrzeug, wo nicht gedreht worden ist. Mhm. Kompressor, das ist vom Motor, wo wir vom Konrad Auwärter bekommen haben, weil der ist uns kaputt gegangen, dann haben wir Öl verloren. Mhm. Also wenn man viel unterwegs ist, geht auch viel kaputt. Mhm. Aber heute sind wir auf einem Stand, wo wir sagen, das Auto läuft, wir können größere Strecke mit bewegen, weil wir ihn auch umgebaut auf einen Lufttrockner, um die Ventile zu schützen. Dann der Lining war auch so eine Geschichte, den Lining-Lifter, den gibt es ja nicht mehr. Und es war, haben wir Glück gehabt, dass wir in der Ferienzeit angerufen haben bei der Firma Lining. Und habe ich gesagt, ich brauche den und den Lüfterantrieb. Und ich gesagt, Herr Müller, den gibt es schon lange nicht mehr und den gibt es auch nicht ersetzt. Und hat es einer mitbekommen von der Rentner, der nur in der Ferien dort schafft. Ja. Dann hat er gesagt, ah, das können wir anders machen, wenn wir von dem Lifter das Teil nehmen und von dem das, dann können wir den wieder herstellen. Und so sind wir zu einem neuen Lining-Antrieb gekommen, weil der Wagen ist schon ständig heiß geworden, wo der Auwärter uns das Auto gebracht hat. Wir haben uns immer gewundert, wie der die Tour nach Berchtesgaden. Hat er heiß geworden, hat also die Öl geschmissen. Katastrophe. Dann war auch die letzte Tour, dann haben wir abgesagt, weil es uns zu heiß war, dass uns der Motor kaputt geht. Und das war auch die richtige Entscheidung, weil da hätte Berchtesgaden nicht mehr gesehen. Der hätte nicht mehr gesehen, Oder hier haben wir uns alles aus Edelstahl machen lassen. Das war alles vergammelt, die ganze Verrohrung. Ja. Das hat uns in Erlerbach einer gemacht. Mhm. Nach Muster. Ja. Also Sie sehen auch, dem Auto ist jetzt kein Motor rausgespritzt oder so. Mhm. Oder sauber gemacht. So ist er jetzt von Brüssel gekommen. Kortrijk. Kortrijk, Entschuldigung. Ja. Das waren über 1200 Kilometer. Ja. Und ich muss sagen, für die 1200 Kilometer habe ich 215 Liter gebraucht. Ja, und der Ölverbrauch ist 1,5 Liter, 1000 Kilometer. Ja. Super. Ja, also. Ja, das du bist gut gefahren. Das schaffst du halt wieder mit neuer nicht. Ja. So, ich gucke nochmal mit der Kamera da oben hin auf die Beschriftung. Ja, so. das hat man in der Zeit gehabt. Ja, genau, da stand halt dran, was man hatte. Ne? Richtig, richtig. Genau. Luxusreisebus, Schlafsessel, Düsenbelüftung, Luftfederung, Garderobe, WC, Waschraum, na klar, Kühlschrank und Bordservice. Der war dann mit dabei. Ne? Jetzt brauchen wir einen anderen Vierkant. Und ich mache mal hinter die Türe auf. Übrigens, weil ich das hier gerade sehe, dieses Schild ist natürlich nicht original. Das ist leider in Frankreich vorgeschrieben. Durch das, dass wir auch ins Elsass fahren zum Eschelauer ins Museum. Ja, da schreiben wir ja auch Reisen aus, wo wir mit dem Oldtimer zu den Oldtimern. Genau. Können wir die Tür nochmal zu und nochmal aufmachen, weil es ist so schön, wenn die sich öffnet. Okay. So, wir fahren da ins Elsass, ins Omnibusmuseum, mit dem Oldtimer zu den Oldtimern. Ja. Ja, deshalb ist ja Pflicht. So, dann sehe ich hier also Heckeinstieg, aber
doppelflügelige Tür. Was hat es denn damit auf sich? Die ersten Fahrzeuge, die Severin und Kühn bestellt hat, das sind ja die ersten fünf, die nach auch für Nizza, Monaco oder für die, was war's, die Omnibusschau gebaut worden sind. Und die haben ja alle die Doppeltür gehabt in der Mitte. Ja. So, und was wir hier ganz speziell haben, ist der Kühlschrank im hinteren Bereich und die Toilette. Ich darf mal geschwind aufmachen. Ja. Also dann gehe ich am besten mal. Die Toilette war ja vom Konrad Auwetter. War ja die Toilette nicht mehr eingebaut. Wir wussten auch nachher warum. Weil die haben das Blech, das hintere Blech, wurde fast um 15 cm weiter vorgesetzt. Das heißt, außer eine Campingtoilette konnte mir nichts mehr anderes einbauen, weil uns einfach der Platz nach vorne gefehlt hat. So, und dann haben wir früher viel Trögmüller gehabt. Und das war das Design der Trögmüller-Toilette aus der 70er. Weil wir haben ja die Fahrzeuge der 303, wann sind die gekommen? 75, 76, 77, 78. Da haben wir einen Fuhrpark von fast 8 Trögmüller gehabt. Mit Mitteltoilette. Und die haben immer die schöne Sonnenblume gehabt. Und haben wir gesagt, das machen wir in diesem Fahrzeug. Ja. Gestalten wir das auch so. Nehmen wir noch ein, sieht ja auch frisch aus, oder? Ja, nehmen wir einen schönen Spiegel dahinter. Reingemacht. Also und das Hygienekonzept passt. Was ist das für eine Toilette? So eine Camping-Toilette? Ist eine Camping-Toilette, ja. Wie gesagt, wir haben lange gesucht, aber durch den Platz nach vorne konnte man kein Wasser-WC oder Chemie-WC einbauen. Sehr schön. So. Radlauf. Ja, genau. Ja. Dann haben wir das Auto auf andere Reifen gestellt. Ja. Wir haben die 295-80 22,5 Bereifung drauf, wie der normale Reisebus, weil der hat ja 11er Bereifung drauf gehabt. Also auch schlauchlos schon. Ja. Aber ja, die Reifen waren ja ziemlich alt. Da läuft wie ein moderner Bus. Und der 295er ist schon in der Höhe dem 11er gleichwertig. Also da muss nicht mal am Tacho eine Korrektur durchgeführt werden. Sehr gut. Nein, da läuft er wie ein moderner Bus. Also auf der Autobahn, ja, geradeaus, schön, wie man es gewohnt ist. Wie schnell fahren Sie mit dem? 100 oder? Nee, 100 fahren wir nicht. 100 dürfen wir auch nicht. Und es ist auch so, der Walder fährt 80, ich fahre 100. Nee, das ist er läuft die 100. Bei 100, die 100, da sind wir schon am roten Bereich. Von der Drehzahlen. Und das ist auch nicht notwendig. Ja. Und ich fahre mit dem Wagen, fahre ich 80, zwischen 80 und 85. Ich lasse den auch mal den Berg runter auf 90 schieben. Ja. Aber das reicht auch. Mhm. Ja. Und wenn ich sehe, dass ich für Kortreik auf dem Heimweg für die 600 Kilometer 8,5 Stunden gebraucht habe, mit einer schönen Kaffeepause bei unseren Freunden in Luxemburg, dann muss ich sagen, das will ich mehr. Wer Oldtimer fährt, hat Zeit. So genau. Ist es, ja. Genau. Gut, hier haben wir schon gesehen. Das, ja, ist, das ist ja mal der Kofferraum auf der anderen Seite. Was wir hier noch haben als Klepple, das ist der Tank. Das ist der Tank. Ja. Und das Türventil für die vordere Tür. Und da muss ich auch sagen, also es ist... wir müssen den mal ausmessen, den Tank. Aha. Also, wo ich nach Kortreik gefahren bin und dann bin ich zurückgefahren, da war ich in Luxemburg. Luxemburg, erste Raststätte, Chapelle. Und da war der Tank über halb voll. Und dann habe ich gesagt, ja, das kann ja gar nicht sein. Ich habe 900 Kilometer drauf gehabt. Mhm. Ja, 900 Kilometer auf der Nadel. Und dann denke ich mir, ja, der Tank ist halber voll, das geht ja gar nicht. 300, 350 Liter müsste der fassen. Und dann habe ich 100 Liter getankt. Ja, und zu Hause habe ich 213 oder 215. Ja. Nein, 113. Insgesamt waren es 230. Ja, also menschlich sparsam ohne Ende. Braucht fast nichts. Ja. Also wirklich wahr. Ich sehe gerade, da liegt ein Keil. Ne? Das heißt,
man kommt hier auch noch durch den Kofferraum sozusagen auf den Tank drauf. Ja. Ja. Um dann noch ein paar Sachen zu verstauen. Ja, die modernen Citybanner haben ja hier noch so flache. Haben wir hier noch einen zusätzlichen Kühlschrank drin? Ja, genau. Weil der Kühlschrank hinter im Motorbereich bringt natürlich nicht die Leistung. Ja. Und deshalb. Aber der Kühlschrank ist natürlich nachgerüstet. Der ist nachgerüstet. Ja. So, dann sehe ich hier das Fenster, das gehört natürlich zur Schlafkabine. Ne? Und die Schlafkabine erreicht man obligatorisch bei jedem Cityliner. Genau. Das Rollo hier, ist das Original? Nein, das war nicht. Aber hier ein neues rein. Aber es war ein Rollo. Das war schon immer ein Rollo. Rollo gab es. Ja, aber nicht nur erneuert, weil der alte nicht mehr drauf ist. So, da haben wir die Schlafkabine. Also wirklich sehr, sehr kuschelig. Hast du hier Platz zum Schlafen? Ich habe auch schon sehr oft in einem Cityliner geschlafen. Ich hatte so Fahrten damals. Ja. Ja, man geht halt mit den Füßen voran, geht mal rein. Ja. Genau. Ja, ich habe mich dann mal hier festgehalten. Jetzt die Haltestange. Ja. Bei der neueren Cityliner haben sie den Klappsitz gehabt. Ja. Und an dem Klappsitz war links und rechts ein Haltebügel. Genau. Und da haben sie sich hier gehoben und quasi reingeschwungen. Ich habe es ja bei dem neuen Cityliner im Film vorgestellt. Ich habe mal nur vorgemacht, der hat natürlich keine Schlafkabine mehr. Ja, aber ich habe einmal demonstriert, wie man früher dort reinging. Es war ausreichend Platz und bequem. Genau. So, was mir sehr, sehr gefällt, die Edelstahlbeplankung. Die Edelstahlbeplankung, genau. Also viele unserer Gäste sagen ja immer, das ist ein Greyhound. Ja. Gerade durch diese Art der Beplankung. Genau. Ja, vielleicht ist das auch ein Grund, warum Neoplan durchaus ja auch sehr erfolgreich in Nordamerika gewesen ist. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Es gab ja da eine goldene Zeit für Neoplan. Nein, also wirklich sehr, sehr schön. Und manchmal vermisse ich das auch so ein bisschen, das Verspielte an den modernen Fahrzeugen irgendwo. Heute ist alles wirtschaftlich getrimmt. Ja. Ja. Sehr, sehr auf Windschlüpfrigkeit natürlich. Ohne Frage. Ne? Den vorderen Sitz haben wir auch umgebaut auf Gurt. Der Reiseleitersitz. Genau. Gut, dann gehen wir auch schon mal rein. Und wir fangen mal hier an, der Reiseleitersitz. Der stand aber schon immer so. Ja, also ja, ja. Das hat sich nachher geändert. Nachher war der als Klappsitz da hinten. Ja? So, vielleicht nehmen Sie mal Platz. Und jetzt mal ganz ehrlich, wie sitzt man denn auf dem Sitz? Also ich weiß, heutige Reiseleitersitze also sind ja eher so eine... Also ich sitze hier besser, wie wenn ich in ein neues Fahrzeug reinsitze und auf dem Sitz Das wundert eigentlich nicht, muss. Ne? Weil er sieht vollwertig aus hier, der Sitz. Ja, ja, ja? Der ist schön und bequem. Und der schaut zum Dreher, oder? Ja, ja. Drehbar, lässt sich da auch die Rückenlehne verstellen? Nein, die Rückenlehne können Sie nicht mehr verstellen. Okay. Wir sind ja doch... Nee, zum Drehen, ne? Nein, heute sehen wir. Ja, nicht so oft benutzt. Nein, der kann nicht drehbar sein. Das ist ein Ding tatsächlich für Rückenlehne. Es hat gegeben. Geh mal nach hinten. Ja, tatsächlich. Ich dachte, er ist drehbar. Nein, er hat ja kein Gestell unten. Das hat der 303. Der 303 hat es gehabt. Ja, und das hätte sein können. Also es sah so aus, als wenn da jetzt. Ja. Nee, aber nicht schlecht. Ja, aber auch hier sitzt man natürlich quasi auf der Straße. Auf der Straße. Ja. Das ist natürlich, ich filme es mal von außen. Ja. Also man musste genau aufpassen. Gewöhnungsbedürftig und angstfrei. Man musste genau. Ja, aber was später hier dazu kommt, ist, weil dem Reiseleiter haben ja in der Anfangsbusse, im Anfang Cityliner, jegliche Ablagemöglichkeiten gefehlt. Genau. Und deshalb hat man ja dann so einen Pilz später für den Reisebegleiter noch hingebaut. Also so ähnlich wie der Fahrer. Ja, im gleichen Design hat man hier einen Pilz hingebaut und dann konnte der Beifahrer auch seine Ablage, Unterlage hier verstauen. Ja. War ganz wichtig. Super. Weil am Anfang hat sie hier keinen Kühlschrank gegeben. Ja. Das war ja absolut nicht der Fall. Ja. So, dann sind wir jetzt am Fahrerarbeitsplatz. Weil ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, das Gestell haben wir komplett umgebaut.
Weil sie sehr so, auch. Wir haben das hier drauf geschweißt und erhöht, dass ich eine andere Sitzposition habe und der Sitz maximal nach hinten geht, weil der ist wirklich super bequem. Und die Möglichkeit dann habe, mich anzuschnallen. So, dann für heutige Verhältnisse ein sehr ungewöhnliches Cockpit. Sie sehen aber alles auf den ersten Blick. Ja. Also Sie brauchen sich an das Fahrzeug nicht gewöhnen oder irgendwas. Sie sitzen rein und fühlen sich so, also wenn Sie Cityliner gefahren sind, Sie fühlen sich gleich zu Hause. Mhm. Wenn ich das so ausdrücken darf. Ja. Die Schalterleiste gehört natürlich nicht dazu. Die hier? Ja, die Originale haben wir nicht bekommen. Okay. Die hat der Auwerder hat die reinmachen lassen. Da sind wir noch auf der Suche. Ja. Mhm. Nach diesen Schaltern. Also Ersatzteile sind sehr, sehr schwierig. Ja. Da hinten haben wir alles noch original. Dahinter. Mhm. Ja, und das untere ist das Bedienteil von der Klimaanlage dann. Ja. Na gut, und dann haben wir da drüber die Hebesenke. Ja. Ja. Das hatte der auch schon. Man konnte den Wagen anheben getrennt, und senken. Getrennt. Vorne runterlassen, hinten heben, ist alles gegangen. Also das ist sehr, sehr modern, muss man sagen. Ja. Hat es in der damaligen Zeit beim 303 nicht gegeben und im 302 auch nicht. Ja. Was, ist der, was ist das für ein Schalter? Das ist für die obere Luftklappe. Ja. Ist der, da können Sie praktisch für den Düsenkanal. Luftklappe, wenn es jetzt sehr kalt ist, können Sie da oben zumachen, dass es nicht kalt reinzieht. Oder wenn es jetzt extrem kalt ist, kann man da auf und zu machen. Ja. Das ist der Heizungsbereich. Ja. Auch überschaubar. Genau, und ist auch gut bedienbar. Wenn Sie als Fahrer unterwegs sind, haben Sie es hier, zack. So. Aber hier der Radiokastenwürfel, der ist nachgerüstet, oder? Das ist vom Auwetter so. Ja. Der Kasten weiß ich nicht. Nein, der Kasten ist original. Der Kasten ist aber original. Aber die Geräte sind, die Geräte sind neuer. Aber stimmt, der Würfel, der könnte schon damals. Ist original. Der war so. Ja, das war für den Fahrer bedienbar, wie auch für den Beifahrer. Ja. So, dann, was ich natürlich sehr schätze, ist tatsächlich hier dieser waagerechte Balken. Und dadurch hat man die Möglichkeit, eben auch noch hier die Sonnenblende sozusagen zu haben. Was ich ja bei einem Bus mit großer Frontscheibe nicht kann. Ne? Und ich habe natürlich so bei, einem Bus mit einer großen Frontscheibe haben sie immer den Roller und sie haben immer den Ärger mit den Leuten, weil die nicht mehr rausgucken können. Genau. Und so können sie es für den Fahrer und für den Beifahrer oder individuell Reiseleiter einstellen. Genau. Also ist eigentlich geschickter und es geht auch nichts kaputt. So ist es. Ja. So, wenn man auf dem ersten Platz nimmt, dann sieht man auch schon als Fahrgast, also wirklich. Ich sitze über dem Fahrer und habe eine Frontscheibe für mich alleine. So ist es. Als Fahrgast. Ja. Und es ist, sagen wir mal, vom Platz her, ich bin jetzt 1,83 Meter, also es ist durchaus, durchaus eine Geschichte, wo ich Platz habe. Absolut, absolut. Man sitzt nicht beengt, nicht gedrängt. Nein, gar nichts. Der Sitz ist jetzt wahrscheinlich am Anschlag hinten schon. Ja, ich habe ihn auf 130 Kilo gestellt. Neu hinten. So viel habe ich zwar nicht, aber hinten wäre noch ein bisschen möglich. Ja, aber sonst schreibt er. Okay. Ja. Genau. Ja, sehr schön. Und der Wagen hat ja eine ganz normale Kraftomnibus-Zulassung. Das heißt, er hat einen Tacho drin, der abgenommen ist und ist praktisch für den Fahrgastverkehr zugelassen. Weil Sie Ihre Hand gerade auf dem Schaltknüppel haben, was haben wir hier für ein Getriebe drin? S6-80. Ja. Aha. Also ganz, ganz normale Sechsgang. Ja. Genau. Von ZF, ne? Von ZF. Ja. Und mit dem kann man den Wagen auch schön bewegen. Mhm. Also. Der hat ja durch den Hubraum, kann man den auch sehr schaltfaul fahren. Ja. Ja, der hat ja ganz schön 12,5 Liter Hubraum. Ja, das ist an natürlich den Menschen. Klar. Und Hubraum ist nur durch noch größeren Hubraum zu ersetzen. Ja. Genau. Weil ich gerade sehe, da oben die Ventilatoren. Ja. Waren die drin original? Also diese, den Bergwirbel, ich glaube, den gibt es so lange wie es auf Nibus gibt. Ja, ne? Ja, weil ich kenne waren die nicht drin. Weil ich kenne keinen Neoplan, eigentlich wo die nicht drin sind. Ja. Ja. Ah ja, weil das Problem war ja, die obere Windschutzscheibe freizuhalten. Ja. Der Düsenkanal hat ja hinter der Scheibe angefangen. Ja. So, und von unten
hätten sie ja nur die untere Scheibe belüften können. Mhm. Und hier in dem Bereich vom Quersteg hat es ja keine Möglichkeit einer Belüftung gegeben. Genau. Also habe ich ja die Bergwell quasi immer gebraucht für die obere Scheibe. Weil wenn es regnet, dann haben ja die Leute nichts mehr gesehen. Ja. Dann musste ich die Bergwell drin haben und laufen lassen. Und im Sommer natürlich für die Luft. Für die Zirkulation, ja, war wesentlich also die, besser. Die bringen schon was. Genau. So, dann setze ich kurz mal hin, dann mache ich einmal einen Blick in den wunderbaren Fahrgastraum. Der ist ja wirklich eine Wucht, auch von innen. Und man sieht ja schon die gewölbten Seitenscheiben. Dadurch hat man natürlich erheblich bessere Aussicht als im vergleichbaren Reisebus. Ja, bei Stadtrundfahrt. Das ist ein Panoramawagen. Bei Stadtrundfahrt. Ja. Ja, das ist ein richtiger Panoramawagen. Genau. Wir wollten die Scheibe ja mal tönen, das war das Ziel. Weil die erste Fahrt im Mietwagenverkehr, da haben wir richtig Probleme gehabt mit im Sommer. Ja. Weil der hat ja keine Vorhänge drin gehabt, die haben wir auch nachgerüstet. Mhm. Und die Scheiben sind aber durch die Produktion, wie die das damals gemacht haben, sind die im oberen Bereich wellig. Das sieht man nicht. Mhm. Und da kann man natürlich dann nicht folieren, das geht nicht. Technisch nicht möglich. So, dann die Sitze. Vielleicht können wir mal demonstrieren, was die so alles drauf haben. Jetzt bin ich aber gespannt, ob der rausgeht. Ah ja, also kräftig anheben und nach außen ziehen. Dann die rückwärtige Verstellung, Schlafposition. Und eine Armlehne gibt es natürlich auch. Eine Armlehne. Ja. Standard, wie man es heute auch hat. Genau, wahrscheinlich, was nur es noch nicht gab. Ausführung. Was es noch nicht gab, wahrscheinlich, sind Fußrasten. Fußraste, ja. Ne? Und Gepäcknetze und solche Sachen. Aber Aschenbecher. Aber das hat es auch schon gegeben damals. Ja, aber hatte der halt nicht. Das weiß man nicht. Ich glaube, dass der das schon gehabt hat. Aber die Sitze sind ja vom Konrad Auwerder komplett neu bezogen worden. Aha. Und da wird man wahrscheinlich auf die Netze verzichtet haben. Aha. Der hier hat jetzt, glaube ich, keine Küche drin, oder? Nein, nein. Genau. Wo war die normalerweise? Also die Küche war bei Fahrzeugen mit Mittel-WC, wie man es heute zum Teil auch noch hat, auf dem WC obendrauf. Mhm. Ich glaube, für den Typ, für die erste Tür, gab es auch gar keine Küche. Okay. Wir wollten das ja auch nicht. Sondern, die waren für das Severin und Kühn. Die war immer auf dem WC, ja, in der Mitte. Und man sieht es ja auf den Werbefilmen. Mhm. Ja, und früher haben wir auch immer die Küche auf dem WC gehabt. Ja. Ja, wir haben sie auch zum Teil, also unser Cityliner hat sie nicht auf dem WC gehabt, weil wir wollten ja das Maximale an Plätze rausholen und habe dann immer das WC überbaut. Das konnte der Käsebohrer nicht, konnte der Mercedes nicht. Und habe dann die Küche unten drin gehabt, im Einstieg links. Da war noch einmal ein Fach. Dann haben wir nach unten den Kühlschrank gehabt oder nach hinten, das war ja wahlweise. Und dann vorne Boiler, Wurstkocher und Ausgussbecken und ein Wasserhahn. Bei Neoplan konnte man sich ja seinen Bus bauen lassen, wie man haben wollte. Ja. Das war ja der riesen Vorteil. Das stimmt. Also ich glaube, wenn man gesagt hätte, wer will den Bus mit Bullauge, dann hätte man den auch gekriegt. Genau. Ja, also da waren ja die... Die haben ja eigene Schreinerei gehabt, die in der Küche selber macht. Ja. Und der Hübner war ja in der Nachbarschaft. Kühlschränke können sie selber machen. Den alles selber gemacht. Geht ja auch selber. Ja. Aber die hat ja immer für alles eine Lösung. Ja, das muss man sagen. Und wenn man jetzt einen Wunsch oder einen Gedanke hatte, wie man das Auto noch effektiver machen kann, dann haben die das so gebaut. Ja, ja. Herr Benke, wenn ich daran denke, wo die 303 auf den Markt gekommen sind, hat es am Anfang mit den Schaugläsern immer riesen Probleme gegeben. Mhm. Wir sind ja viel Ostblockfahrer und so, wenn sie da schmutzige Diesel getankt haben, dann musste sie die Reihe vor der letzten Sitzbank, die ist zum Klappen gegangen, die musste sie erst einmal ausbauen, dass sie an Schauglas gekommen sind. Unser Meister damals, das war noch im alten Betriebshof drin. Nein, vorher, der von Beginge, der Meister. Der Karl war es. Der hat unsere Fahrzeuge damals alle umgebaut, da haben wir noch Mercedes gekauft, alle umgebaut, dass der Fahrer im weißen Hemd und Krawatte das Schauglas hinten wechseln kann, ohne dass er groß irgendwo hin muss. Ja. Der hat einen Halter geschweißt, die Leitungen von hinten vorgeführt und das Schauglas von hinten, also von hinten auf der Maschine nach vorne gelegt zu den Keilriemen. Mhm. So, war gar kein Thema. Sind wir zu Mercedes rauf, haben denen das gesagt, wie wir das gern hätten.
das Interesse war doch gar nicht da, etwas zu verbessern. Wo wir dann den ersten Cityliner gekriegt haben, da ist sofort der Gotthilf gekommen. Der Gottlob, nicht der Gotthilf, Gotthilf ist er, der Gottlob hat die Meister antanzen gelassen und hört euch an, was der Müller sagt. Das ist doch eine Sache, wenn der Fahrer hier eine Erleichterung hat. Das ist an unserem Fahrzeug ist das umgesetzt worden und nachher war es in Serie. Das ist das, was einen so gefreut hat. Oder banale Sache, die Umrissleuchte. Die kommen nicht von Käsebohrer, die kommen nicht von MAN, die kommen nicht von Mercedes. Das war eine Sache vom Fahrer von uns. Und das ist umgesetzt worden. Die Griffe an der Klappe am Cityliner, dass ich nicht, wenn er außen schmutzig ist, die schmutzige Klappe anlangen muss, sondern einen Griff habe, wo ich an der Innenseite die Klappe runterziehen kann. Das sind alles banale Sachen, aber was nachher das Auto so individuell gemacht hat. Und mir hat sich da immer bestätigt gefühlt, wenn du eine Idee gehabt hast. Man hat sich gehört gefühlt. Ja, man hat sich gehört gefühlt. Oh, ja. Du hast es auf den Punkt gebracht. Ja. Und das war was Schönes, sage ich Ihnen ehrlich. Mhm. Sie haben das Auto so bekommen, wie Sie es wollen. Und alle Ideen, wenn sie serienmäßig umsetzbar waren und gut waren, das hat nicht ein Jahr gedauert. Das ist am nächsten Bus ist das umgesetzt worden in der Produktionshalle. Sehr schön. Und das hat's damals nicht gegeben, gell? Wir sind ja in Stuttgart, wir sind da ein- und ausgegangen. Wir haben jedes Jahr neue Fahrzeuge gekauft. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, 300 Stück wäre gar nicht reicher in der Zeit, was wir da an Fahrzeuge gekauft haben. Weil wir nicht immer nur ein Fahrzeug kaufen, sondern wenn dann gekauft worden ist, dann sind 2, 3, 4. Wenn man mal in einem Jahr einen Vertragsabschluss macht mit 14 Bus, die dann in dem Jahr ausgeliefert worden sind und der Rest das Jahr drauf. Ja, toll. Also für Neoplan waren wir auch kein kleiner Kunde. Und dann immer Vorzeigekunde, weil wir immer Nischenfahrzeuge gekauft haben. Mhm. Also wir haben den Mega-Shuttle damals, was war das, 93 oder 94, 15 Meter mit 180 Sitz- und Stehplätze. Da haben wir die... Dann war es 94. Mit dem Mega-Shuttle, ich habe geheiratet 2004 und da haben wir das Auto noch gehabt. Ja, dann haben wir 8 Jahre gefahren und dann haben wir nach Ostfriesland verkauft. Ja, an der Jansen. An der Jansen. Das haben die Omnibus-Freunde untereinander geregelt. Das Fahrzeug ist nicht ausgeschrieben worden. Ja, toll. Die Jansen ist auf den Hof gekommen, wir sind sich einig geworden. Und weil es mit dem Preis nicht ganz hingehauen hat, hat er gesagt, ich mache euch einen Vorschlag. Walter, erzähl du es, du bist vom Reisebüro. Da hat er gesagt, hier, das Baden-Württemberg ist für uns noch ein weißer Fleck. Und dann hat er mich mit 45 Leuten eingeladen. Und dann haben wir eine Informationsreise gemacht für Vereinsvorsitzende. Mhm. Und dann sind wir, das war im Februar, oder war bei denen auch nichts los, klar, bin ich da eine Woche, nachdem meine Tochter geboren wurde, bin ich da hochgefahren nach Ostfriesland und aus der Reise sind, also ich glaube, das waren fast 100 Touren, was da draus wurde. Hat sich praktisch für alle Seiten gelohnt. Toll. Win-Win-Situation. So, absolut. So wie immer. Ja. Win-Win-Situation, ja, wie der Schwabe sagt. Ja. Sehr, sehr gut. Jetzt sehe ich gerade über Ihnen, das ist, glaube ich, auch nicht original. Ne? Die Firma Ös hat uns das eingebaut. Das sind elektrische Klimaanlagen, 2 Stück. Vom Fahrerplatz aus steuerbar. Weil durch die heiße Sommer, die wir haben. Genau, und der hatte halt original keine. Der hatte original keine. Aber hätte eine haben können, ne? Ich denke ja, weil sie damals nicht die Aufdach-Klimaanlage gebaut haben, sondern die Splitanlage. Im Kofferraum. Da war ursprünglich ein Dach drin, ein Glasdach. Ja. Okay. Also da musste nur das Dach ausgebaut werden, da musste nichts verändert werden. Das kann man auch wieder rückbauen, wenn man will, weil ja das an sich ein geschlossenes System ist. Ja. Wir wollten eigentlich, dass die erste Klimaanlage weiter vorne sitzt, dass der Fahrer einen besseren Effekt hat, weil die bläst schon richtig kalt. Ja. Also die kann man auf voller Stufe gar nicht laufen lassen, aber sonst frieren die Leute. Da hat er seinen Bergwirbel. So, dann sehe ich hier noch mal ganz kurz die Service-Sets.
Die sehen auch relativ modern aus, dafür, dass ja. es 70er, 80er Jahre ist. Wahnsinn, gell? Aber das kommt ja aus der Luftfahrt, die Düse von damals. Aha. Kommt ja vom Problem und vom Albrecht Auwerder. Okay. Das hat ja der Typ Hamburg schon gehabt. Ja. Gut. Mit Leseleuchte, Serviceruf in der Mitte. Und Düsebelüftung, jeweils zwei Düse pro Doppelsitz. Wunderbar. Ja. Kann man gut lüften, muss man sagen. Also die funktioniert hervorragend. Ja. Sehr gut. Ja. So. Ja. Genau, würde ich sagen, fahren wir vor, ne? Ja. Gut, dann fahren wir rüber nach Städten. Ja. So, Herr Müller, wie fährt sich denn das Auto jetzt? Einwandfrei. Einwandfrei. Man sieht, Sie haben ein bisschen Spaß, ja? Ja, man fühlt sich sofort wohl dabei. Ja. Geht gut lenken, geht gut schalten. Ja. So, Wagen mit einer überschaubaren Größe. Ja. Was haben wir hier für eine Länge? 12 Meter? 12. So der. Wer darf denn eigentlich bei Ihnen im Betrieb dieses Fahrzeug bewegen? Ja gut, wir haben schon einige Fahrer, ja, auch unser Fahrdienstleiter. Letztendlich ist es so, der fahren kann, der darf natürlich das Fahrzeug bewegen. Aber in erster Linie ist es so, dass man auch Spaß dabei haben muss. Also Oldtimer fahren hat ja auch was mit Spaß zu tun. Ja. Und die das Ganze auch als Ehre empfinden, ja, und nicht als Arbeit, die dürfen das Auto auch fahren. Ich meine, ich muss auch sagen, es ist ja auch so kein Hexenwerk, wenn jetzt einer noch ein bisschen schalten kann, ja, und nicht nur die Astronik im Blick hat, ja, oder dieses automatisierte Getriebe, dann ist das überhaupt kein Problem. Retarder haben wir hier noch nicht. Nein, man hat früher hat man mehr den Kopf eingesetzt beim Fahren. Und es gibt ja eine alte Kraftfahrerregel, die heißt, so wie man den Berg hochfährt, so fährt man den Berg auch runter. Und das ist natürlich, wenn Sie mit Motorbremse arbeiten, das geht sehr gut. Das geht einwandfrei, aber man muss halt dann dementsprechend den richtigen Gang haben. Ja. Und dann lässt sich das Auto wunderbar fahren, ohne dass man hier die ganze Zeit auf der Bremse steht. Das ist praktisch völlig unnötig. Und ich war auch schon in Berchtesgaden dabei, bei der Edelweiß-Rallye. Da sind wir für den Konrad Auwerder gefahren. Ja, das ist ja diese Geschichte, wo Geld gesammelt wird, also eine Charity-Veranstaltung, wo Kinderheime und Behindertenheime für Kinder unterstützt werden. Ja. Und wenn ich da sehe, die Rosfeld-Ringstraße, also wenn Sie da schon mal waren, da haben Sie hier den Bus voll, ja, und da fahren Sie eben im ersten Gang runter und die Fuß- und die Motorbremse dazu. Da haben Sie nicht einmal bloß zum Schluss an der Haltestelle zum Abtatschen, was Sie die Fußbremse brauchen und ansonsten nicht. Ja, ja, ganz wichtig, ne? Thema vorausschauendes Fahren. Genau. Heute auch wichtig, klar. Aber es ist nicht so, dass ich hier einen Knopf habe, der nach oben begrenzt und einen Knopf, der nach unten begrenzt. Ja, dann habe ich 500 PS. Ja, da fährt er die kleine Wand hoch. So ein modernes Fahrzeug, das habe ich natürlich hier nicht. Ja. Aber trotz alledem, also ich habe jetzt wieder sagen müssen, wo ich in Kortrijk war, bei der Veranstaltung 50 Jahre Kortrijk. Also ich bin so bequem, wie ich da hingefahren bin, ja, und auch von der Zeit her, also was ist, da braucht man vielleicht eine halbe Stunde länger wie mit einem modernen Bus, aber hier, das ging sehr gut.